Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben hinter mir einen Kalender aufgebaut, bei dem ich dir jeden Tag eine Geschenkidee zu Weihnachten vorstellen werde. Ich selber weiß nicht, was da drin steckt, weil unsere Praktikantin Anna die Kartons gepackt hat. Und bevor wir uns das Türchen für heute aussuchen, ein kleiner kitschiger Einspieler für alle, die der Meinung waren, dass das gestern schon kitschig gewesen ist. Ich habe es gesteigert. Ich weiß, es war jetzt echt eine kitschige Aufnahme, aber ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben, solche Sachen zu bauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es kitschig ist, ey, ganz ehrlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir suchen uns jetzt mal direkt ein Paket aus unserem Kalender aus. Beim letzten Mal hatten wir den Keyfender und jetzt schnappen wir uns mal, jetzt nehmen wir uns das hier mal. Oh, das ist schwer. Oh, und ich befürchte auch zu wissen, was da drin ist. Ein sehr sinnvolles Zubehör für die meisten Leute, die schon seit mehreren Jahren am Kiten sind. Für euch habe ich auch hier was richtig Tolles. Das Trictionary Kitesurf Buch in der Twintip Edition richtet sich an unterschiedliche Könnerstufen des Kitesurfens. Am Anfang werden einem erstmal die kompletten Grundlagen des Kitesurfens erklärt. Es wird dir überhaupt die Aerodynamik eines Kites erklärt, warum ein Kite, wenn er auf 12 Uhr über dir steht, überhaupt fliegt und warum er Zug nach oben entwickelt. Sicherheitshinweise werden dir gegeben, eine ganze Menge davon. Und dann geht es in die Praxis. Du lernst, wie du ein Kite alleine am Strand starten und landen kannst zum Beispiel. Und dann gibt es eine Unterscheidung zwischen Basic Oldschool Tricks wie Hochspringen und aus dem Board aussteigen. Da kommt es nämlich zum Beispiel darauf an, welche Hand du an der Bar lässt, bevor du aus dem Board aussteigst. Und das ist der Schlüssel zu einer ganzen Menge an Board-Auftricks. Gibt es einen weiteren Abschnitt zum Thema Freestyle. Und jetzt werden einige sagen, ja, wozu brauche ich denn überhaupt das Buch? Ich kann doch mir alles Mögliche irgendwie auf YouTube kostenlos anschauen. Du kannst es dir kostenlos anschauen und das ist definitiv zu dem Buch eine richtig tolle Ergänzung. Aber du hast den Vorteil, du kannst das Buch im Auto immer aufbewahren, egal ob du Datenvolumen hast oder nicht. Aber das ist gar nicht so das, worauf ich hinaus möchte. Wenn du noch ziemlich am Anfang des Kitesurfens stehst und du einen coolen Trick am Strand siehst, wie willst du den im Internet wiederfinden? Woher weißt du denn, dass es ein Low-Mope gewesen ist oder ein Back-Mope oder einfach nur ein Rayleigh? Indem du in diesem Buch einfach nach dem, was du am Strand gesehen hast, suchen kannst und wiederfinden kannst, bekommst du die Theorie in diesem Buch vermittelt, in einer tollen Abfolge an Fotos, wo auf die Schlüsselelemente von den unterschiedlichen Tricks hingewiesen wird. Und dann für eine saubere Abfolge ist es eine ganz tolle Ergänzung, nachdem du dich mit der Theorie beschäftigt hast, dir zusätzlich verschiedene Videos dazu anzuschauen, um den Bewegungsablauf noch besser nachvollziehen zu können. Eine weitere Sache, die das Trictionary Kitesurf Buch auch für fortgeschrittene Kitesurfer lange Zeit sehr wertvoll machen wird. In dem Buch bauen die Tricks logisch aufeinander auf und verhindern, dass du frustriert auf dem Wasser bist. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass du bestimmte Tricks auf dem Wasser siehst und sie nachmachen möchtest. Aber um diesen Trick zu machen, musst du erstmal ein Fundament aufbauen. Wie du logisch sinnvoll zu diesem Trick dich hintrainieren kannst, findest du in diesem Buch, weil das Buch von den Basics anfängt und dich an die Hand nimmt und dich zu einem noch besseren Kitesurfer Stück für Stück aufbaut. Link zum Trictionary Kitesurf Buch findest du unterhalb von diesem Video. Und wenn du dich dazu entscheidest, bis zum 24. Dezember 2020 bei uns zu bestellen, nimmst du automatisch an einer Verlosung teil. Dein Name kommt in einen Topf und du hast die Möglichkeit, ein Elevate Process Board, neu inklusive Bindung in deiner Wunschgröße, zu gewinnen. Viel Glück dabei, viel Spaß beim Verschenken von diesem Buch und vielleicht packst du noch ein Board dazu. Ich würde mich für dich freuen. Morgen öffnen wir das nächste Paket und schauen mal, was uns dann überraschen wird.